Diesen Film habe ich schon ungefähr 1500 Mal gesehen und es werden weitere 5 Millionen Mal folgen. Spätestens Weihnachten wieder. Was konnten wir noch vergessen? Hallo zusammen an die Filmfabrik. Ich freue mich so krass, euch jetzt diesen Film bei den Couch Classics vorstellen zu dürfen. Und es ist Kevin allein zu Hause. Und eigentlich kennt jeder die Geschichte. Ich werde sie aber wie gewohnt professionell kurz zusammenfassen. Es gibt nämlich ein Waisenhaus in Amerika, relativ klein und familiär. Und die machen eine Reise, nämlich zu Weihnachten. Und Kevin ist eben allein zu Hause, weil er verpennt hat und man ihn vergessen hat, dass er ja eigentlich auch noch mit soll. War halt alles total stressig. Wäre alles gar nicht so dramatisch. Klar, er ist noch sehr, sehr klein. Wenn nicht aber noch die beiden Banditen, Marv und Harry, auch ein Auge auf dieses Haus gesetzt haben. Weil sie gesagt haben, okay, das ist ziemlich groß. Wir wollen das auf jeden Fall ausrauben und irgendwie muss ich ja jetzt Kevin zur Wehr setzen. Das ist verdammt witzig und wie verdammt witzig das aber schon mal aussieht, seht ihr hier im Trailer. Wo geht ihr hin? Wir werden das Flugzeug verpassen. Als die McAllisters mit der ganzen Familie in die Weihnachtsferien flogen, habt ihr den Flug verpasst? Nein, sie schaffen es nicht. Vergaßen sie eine Kleinigkeit. Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du abgeschlossen? Ja. Ist der automatische Lichteinschalter an? Hm. Das konnten wir noch vergessen. Kevin! Kevin, allein zu Haus. Die Polizei sucht ein Gauner Pärchen, die sich die feuchten Banditen nennen. Wir wissen, dass du da drin bist. Hier ist der Nikolaus und sein Engel. Verschwinde von meinem Grundstück. Das ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Wo ist deine Mutter? Sie ist im Auto. Wo ist dein Vater? Er arbeitet. Wo sind deine Brüder und Schwestern? Ich bin ein Einzelkind. Wo wohnst du? Darf ich nicht sagen. So nicht? Weil wir ein Fremder sind. Er ist ein Kind. Was kann ein Kind uns schon antun? Kinder sind dumm. Ich war es auch. Du bist es nochmal. Es geht los. Das ist mir egal. Wenn es sein muss, fliege ich per Anhalter. Ich werde nach Hause kommen zu meinem Sohn. Du kleiner Teufel! Ich werde den Kerl umbringen! Wieso zum Teufel ziehst du deine Schuhe aus? Wieso siehst du wie ein Huhn aus? Gerst Polinski, Polka-König des Mittleren Westens. Wenn Sie nach Chicago wollen, wir können Sie mitnehmen. Hallo Jungs! Gestern war er noch ein kleiner Junge. Plötzlich muss er sein Zuhause verteidigen. Allein und mit seinen Mitteln. Wollt ihr jetzt aufgeben oder wollt ihr noch mehr? Ich habe das Gefühl, das wird ein unvergessliches Weihnachtsfest für Sie. Eine Familienkomödie ohne Familie. Kevin allein zu Haus. Bist du hier ganz allein? Ich bin 8 Jahre alt und Sie denken, ich wäre hier allein? Das geht doch gar nicht. Bei meiner unermesslichen Objektivität ist es noch niemandem aufgefallen, dass ich diesen Film vielleicht ganz gut finde, sondern man vermutet wahrscheinlich, dass ich diesen Film jetzt eher zerreißen werde, weil ich noch nie eine Anekdote zu dem Film erzählt habe und auch nicht gesagt habe, dass es Teil meiner Kindheit war. Doch so war es natürlich ein absoluter Klassiker und Macaulay Culkin als Kevin ist einfach wirklich die perfekte Besetzung damals gewesen. Er so als kleiner Rotzlöffel, gleichzeitig aber auch wirklich so ein Gesicht, in das man immer so kneifen will, weil er irgendwie so total, ja, ist halt so ein kleiner Bubi. Und der aber ist eben wirklich faustdick hinter den Ohren hat. Und die Darsteller sind alle total cool, weil es einfach Bock macht und man merkt auch, dass sie richtig Lust haben. Und gerade auch unsere beiden Banditen sind einfach überragend. Und ich glaube, es gibt keinen Film, in dem man so laut gelacht hat, wenn man das erste Mal diesen Film geschaut hat. Weil da ist wirklich Schadenfreude pur. Und eigentlich könnte man sogar denken, ist das denn pädagogisch wertvoll, weil er unfassbar gewalttätig auf eine gewisse Art und Weise ist. Und es ist aber einfach so lustig und es ist so cool und es gibt so viele legendäre Momente in dem Film. Und ich glaube, jeder, der den einmal gesehen hat, möchte ihn noch irgendwie tausendmal weitersehen, weil man sich einfach vorstellt, okay, wie hätte ich die Fallen gebaut, wie würde ich das machen? Und er hat einfach unglaublich viel Witz und gleichzeitig aber auch unglaublich viel Herz. Okay, er ist so ein bisschen amerikanisch und gegen Ende holen wir auch wieder die Kitschkeule raus und wir haben uns alle lieb und eigentlich sind wir ja alle eine große Familie, auch wenn wir aus unterschiedlichen Familien kommen, bla bla bla. Das nervt halt so ein bisschen am Ende, aber ansonsten ist der Film da wirklich überragend. Er ist cool gespielt und er hat einfach diese typische 90er-Jahre-Atmosphäre, wie sie da in Blockbuster waren. Und wer eben in der Zeit groß geworden ist, der wird sich auch noch in 40 Jahren daran erinnern, wie schön es war, damals die Filme zu gucken und wie das eben war. Und ich finde, dass die Filme zu der Zeit irgendwie gefühlt für mich mehr Herz haben,
mag auch daran liegen, dass es an Erinnerungen und an Emotionen liegt, aber dieser Film ist überragend und hätte er am Ende nicht so ein bisschen die Kitschkurve gekratzt, würde ich jetzt auch mit wirklich bestem Gewissen die volle Punktzahl geben, aber da wird er eben amerikanisch. 9 von 10 Punkten, Klassiker, muss man Weihnachten gucken und sollten alle Kindeskinder auch von euch noch in 1000 Jahren sich anschauen und sich freuen und vielleicht überlegen, wie würde ich das denn machen, wenn unser Haus angegriffen wird. Ja, das müssen wir doch wirklich schützen, dieses Haus. Richtig geiler Film. Weihnachtskrieg in der Nachbarschaft. Finde ich cool. Wer jetzt aber was Ernsteres sehen möchte und sagt, okay, den kenne ich ja schon. Vielleicht einen Film, den ich noch nicht kenne. Couch Classic, Perfect Sense kam letzte Woche. Schaut euch den mal an, den kennt fast keiner. Ist aber echt nicht gerade zu vernachlässigen. Was auch immer ich sage, klickt auch das andere Video an. Da gibt es auch noch was Schönes für euch und wir sehen uns bald wieder. Vielleicht auch zu Weihnachten bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik. Mit mir, dem Dominik.